Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Hört, gute Leute, es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist. Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Matilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Ich kann mich darum kümmern, aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Das klingt gerecht. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. Du bist doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampe Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Gut, abgemacht. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt in Blood and Wine, meine Freunde. Ja, wir sollen hier die
Länder hier befreien. Beide. Also machen wir das doch, meine Freunde. Naja. Wird auf jeden Fall lustig. Definitiv. Weil das ist schon das dritte Mal, dass ich das versuche. Weil, ja, die berühmten Farbspiegelungen, oder besser gesagt, die Spacken von meiner Game Capture sind wieder vorhanden. Ich glaube, wenn das jetzt schon wieder der Fall ist, dass es alles spinnt, werde ich das ein wenig anders handhaben. Ich gehe hier mal auf Gwen. Das wird ausreichen. Au. Das wird definitiv ausreichen. Und wir haben das Dorf gesaved, meine Freunde. Tja. Erstes Landgut haben wir erreicht. Und? Easy going, meine Freunde. Jetzt dürfen wir ab zu den nächsten Gesellen. Und die werden euch indirekt freuen. Denn, Leute, dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Ja, nö, das könnt ihr nicht wissen. Allerdings, ich schon. Die zwei Pappnasen lasse ich stehen. Hier werden zwei Gegner auf uns warten. Im Gegensatz. Ja, zu vorhin. Und das sind nicht gerade die nettesten Kerle. Ich werde hier mal wieder das Horn aktivieren. Ja gut, das brauchen wir hier nicht. Allerdings. Ach ja. Nett. Au, au, au. Ich war so blöd. Au. Ja gut, ich kann auch auf seinen Rücken schlagen. Nein. Wenn. Ah, nein, nein. Hey, warum kann der nicht treffen? Gut. Er hat irgendwie Brandschaden. Aha. So. Oh, du hast deinen Freund getroffen. Du bist sowas von eine Lusche. Nein. Au. Ey, ich dachte, ich habe Gwen aktiv. Ach so. Dann mach. Tiddle, mein Trolli-Bolli. Man muss, ich habe schon in den letzten beiden Parts gesagt, warum man die Trolle eigentlich besiegen soll. Bringt ja nichts. Aber hey. Ja, Brief. Lies den Brief. Okay, scheiße. Ich habe jetzt den vergessen zu lesen. Man kann ja immer die Briefe noch lesen. Es passiert schon in jedem Part ein Fail. So, komm runter. Und zeig an. Schlüssel haben wir natürlich auch bekommen. Falls wir irgendwo rein müssen. Aber egal. So, das war's. Finde das Versteck im Heu. Das werden wir nicht tun. Wir werden jetzt allerdings wieder... nö, wir haben erst ein Schema. Okay. Ach so, das ist... Hä? Das sind Schatzsuchen-Missionen. Wir müssen allerdings hier... weitermachen, hier. Dankeschön. Plötzli, es geht weiter. Ich weiß nicht, warum ich hier auf Schatzsuche gehen sollte. Weil das habe ich schon im letzten Part noch mit euch versucht zu machen, falls wir die bräuchten. Allerdings wäre das nur ein Goldring gewesen und Kronen. Das ist wirklich in einem Haufen versteckt. In einem kleinen Gebiet. Ist auf jeden Fall easy. Ach, da warten uns schon wieder Pflanzen. Bewachter Schatz, okay. Ja, mach mal. Na dann, viel Spaß, meine Freunde. Nein, nein, nicht vergiften. Das ist ganz böse, meine Freunde. Ja, und jetzt nur noch mit
euch abrechnen und das war's. Okay. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Okay. Was haben wir denn da? Der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Der Inhalt ist eindeutig. Jemand will Coronata sabotieren. Wie schade, dass ich nicht weiß, wer es ist. Vielleicht finde ich es noch heraus. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber das soll jetzt nicht unsere Sorge sein. Wir sollen hier weitermachen. Wenn ich es frühzeitig sehe, wann das Bild flackert, gibt es vielleicht halt nur eine 10-minütige Folge, ne? Also, seid also nicht allzu traurig. Handelsposten. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Sollte mich dennoch umsehen. Ja, solltest du. Das war aber auch nur knapp. So, hier rein, oder? Hier in die Höhle. So. Hier rein. Hallo, meine Freunde. Ist okay. Ich werde ja mal direkt mit einem Pfeil in meine Face begrüßt. Ah. Das geht viel zu schnell, meine Freunde. Wir sind viel zu mächtig für die. Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Geh voraus, ich folge dir. Naja, Leute, was soll man dazu sagen? Lösegeld? Das wird wohl bei uns nicht gehen. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonntau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Zeig mal, was du hast. Okay, zeig mal, was du hast, meine Gute. Ja gut, jede Menge von Manuskripten überlegt in Schwarzzöl und so, aber... Trank der Leerung, also Wiederherstellungstrank, Parfüm, Blumen und so weiter und so fort. Schade. Dann geht's hier mal weiter. Tille. Nö, Liam, du bist jetzt nicht dran. Denn jetzt kommt noch deine gute Kollegin dran. Denn ich möchte euch beiden helfen. Und damit das geht... müssen wir das so anstellen. Also geht's, let's go, weiter. Nur muss ich da mal was gucken. Wo sind wir jetzt hier? Okay, in Coronata Weingut. Okay. Wir gehen jetzt hier hin. Was ist denn dort los? Dort habe ich was gesehen. Eingang. Okay, zu einer Höhle. Ja gut, rennen wir schnell nach vorne.
zu der nächsten Schnellreise-Point. Oder auch nicht. Wir machen es direkt so. Oder nicht. Wir rennen jetzt einmal mal hier links straight hin. Auch wenn wir hier fast da wären. Ist egal. Ich möchte eigentlich der mit den, wie soll ich sagen? Ich möchte den zuletzt machen, mit dem man zurückkommt ins Dorf. Das wäre dann am besten, ne? Weil wenn, ich hoffe, das ist jetzt nicht der, das habe ich vergessen, weil wir haben zuerst ihr Zeug gemacht und dann das von dem anderen. Weil genau bei dieser Olle ging es nicht mehr weiter. Ja gut, meine Freunde. Hier geht es jetzt schon mal direkt zur Sache. Gwen aktivieren. Jetzt mal hier zu dieser Scheiß-Topfpflanze. Ja, ist okay. Hey, nimmst du mal. Hey, mein Friend. Du bist sowas von... Du bist sowas von der Lusche gerade. Nein. Nein, einfach nein. Nein, einfach nein. Du gehst liegen. Du gehst liegen. Was anderes will ich gar nicht sehen. Das will ich einfach nicht sehen. So. Das war dein Hals, würde ich mal behaupten. Und jetzt zu dir. Kritischer Treffer, 2 direkt. Und das war's dann. So. Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Diese Notiz und mein Fund von vorhin. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Okay. Ja, das können wir auf jeden Fall tun. Das können wir auf jeden Fall tun. Definitiv. Aha, da wir hier gerade einen Schnellreisepoint haben, werden wir den gleich begehen. Und was habe ich hier überhaupt? Inventar. Warum habe ich hier schon wieder zu viel im Inventar? Was habe ich hier mitgenommen? Army, was soll das? Army, Rüstungsdurchbohrung 300. Was zur Hölle, auf wie viel Level? 48? Was? Die können wir ablegen, dann sollte es wieder passen. Schnellreise aktivieren. Wir wollen mal gucken, wo uns die Reise hin verschlägt. Ja gut, zum Glück war ich schon dort unten, Leute. Wisst ihr, was das jetzt für ein Ausritt gewesen wäre bis dort unten? Ne. Ne. Sicher nicht ein, meine Freunde. Das bisher enthält Informationen über die Stärken und Schwächen einzelner Monster. Das ist mehr lattig, meine Freunde. Definitiv. Nö. Ich möchte hier nicht wieder hin, so. Aber ich denke kaum, dass ich hier durch muss, oder? Doch, muss ich. Okay. Einfach mal hier durch. Warum habe ich schon wieder oder immer noch zu viel Gepäck? Warum auch immer? Das ist das alte Elfenschwert. Ja, das möchte ich schon nicht gerade liegen lassen, ne? Plus 24, plus 16. Ja, das, die schönen Schuhe, die ich hier einfach liegen lassen muss. Ja, komm, lassen wir stecken. So. Was ist denn hier für ein Ding? Eine Todesfee. Nein. Nein, nein. Nein. Nein, hier, stirb. Ja, ist okay. Ey. Tja, die Todesfee hat ihr Zeitliches gesegnet. Sorry. Ich muss da mal.
Ach ja, das war hier. Da, wo wir noch nicht durchgekommen sind. So. Da wir hier schon fast in der Nähe sind, werden wir unser Plötzli herholen, damit es noch schneller geht. Hallo, wer das auch immer ist, der wird büßen dafür. Wenn wer denkt, der kommt davon, bekommt ordentlich Stress. Und da waren wir auch schon, meine Freunde. Ne? Nur so nebenbei. Da waren wir auch schon. Du sind Richter, Kriegshammer oder so. Okay. Also das Bild spinnt immer noch nicht, das finde ich sehr gut. Hä? Ist da was? Auf dem Feld oder so? Ich guck mich hier mal um. Ach so, hier. Da ist in Maschina. Hi. Und was ist hier los? Werbemittel und so weiter und so fort. Hoho. Jede Menge Loot-Scheiße. Definitiv. Also wenn wir danach nicht irgendwas Cooles machen können, weiß ich ja auch nicht, meine Freunde. Guckt euch das an. Ach! Die Mutter Teresa Pflanze oder was? Und warum habe ich... Na, geh liegen, Danke. Die Mutter Teresa Pflanze höchstpersönlich. Du ein Schösslinge. Welches kranke Hirn züchtet denn sowas? Das weiß... Ja. Bevor sie Sporen ausspucken und sich ausbreiten. Das werden sie. So. Hier liegt auch noch Stuff von dieser Kreatur. Nehmen wir natürlich auf. So. Was ist das? Okay, und schon wieder haben wir zu viel in unserer Tasche. Darf ich mal? Dankeschön. Hä? Ich wollte gerade sagen, die Archesporen sind tot. Bestandsaufnahme, okay. Der Brief beweist, dass Graf Crespi hinter der Sabotage beider Weingüter steckt. Das muss ich Mathilda und Liam sagen. Ja, das kommt noch. Inventar, meine Freunde. Was müssten wir hier ablegen? Was ist denn so schwer zur Hölle? Wisst ihr was? Wir legen hier einfach mal eins der Schwerter hier ab, sofern es geht. Ne, das sind beides Relikte, die kann ich nicht abschalten. Oder so. Stahlwaffe, naja. Die wir jetzt gewunden haben, ist um einiges besser. Ihres Anwenden hier, die lassen wir hier. Wir wissen ja, wo wir sie gelagert haben. Von daher könnte ich die immer wiederholen. Dankeschön, meine Freunde. Wir müssen mal... Aber wie gesagt, wir müssen jetzt nicht mit Liam oder so sprechen. Wir haben hier noch eine Quest noch nicht ganz erledigt. Ich hoffe, die ist noch nicht fertig. Kümmere dich um Probleme für, ja, auf dem Verdimentoland oder so anwesen. Kommen wir hier irgendwie an einen Schnellreisepunkt? Weil, ja gut, von da sind wir gekommen, aber ja gut. Wir sind jetzt hier direkt auf dem falschen Weg. Vielleicht gibt es ja hier was. Noch auf dem Weg. Kann gut sein, muss aber nicht. Also gut.
Hey, ich bin ja froh, dass das Bild nicht spackt, meine Freunde. Irgendwie denke ich, es ist hier. Irgendwie denke ich, es ist hier. Und habe ich recht? Und habe ich recht? Na, na, na? Ja, ich hatte recht. Meine Spürnase, mein Kartensinn hat mich nicht enttäuscht. So, und jetzt weg hier. Ich weiß, dort ist noch was. Aber interessiert mich gerade ziemlich nicht. Denn wir haben hier noch jede Menge Scheiße zu erledigen. Ja gut. Wir gehen jetzt hier hin. Kann man das schon ausrüsten? Wäre cool. Weil dann können wir schon dorthin gehen. Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn wir jetzt beides gemacht haben. Weil ich mache meine Arbeit schon perfekt. Wir sind ja immerhin Geralt. Fucking von Riva. Und was ist hier? Seht ihr, das Ding musste ich hier schon abziehen. Wenn ich hier das direkt lasse, können die... Also man findet es immer wieder. Also... Da muss man eigentlich nur alle Schnellreisepunkte abgehen und man hat sein Zeug wieder. Also, nice, ne? Ja, ich weiß, ist auch nicht gerade die netteste oder geilste Art, irgendwie sein Zeug irgendwo zu deponieren, aber neben dem Lager ist das die beste Methode. Irgendwie, neben einem Schnellreisepoint. Oder in einer Hütte, wo man weiß, oh, jo, dort muss man wieder hin oder kommt man wieder hin. Und dann muss ich definitiv mal wieder mal zerlegen und sonstigen Kram. Los, los. Ich hab Pflanzen schon wieder. Nein. Kann ich gar nicht gebrauchen, sowas. Sorry. Und auch hier. Die Bewohner dieses Dorfes gerettet. Wie ihr seht, haben wir es wieder hingekriegt. Hi meine Freunde und danke für die grünen Mutagene. So. Jetzt den nächsten auswählen. Wo geht's als nächstes hin? Ja gut. Ich denke mal, es geht jetzt hier entlang. Und dann gibt's schon eigentlich nicht mehr viel. Doch hier und hier noch. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Schneller. Gut, da bin ich nicht mehr so gespannt, aber eher was danach geschieht. Wo müssen wir überhaupt lang? Hallo? Was treibst du dich hier dauernd rum wie eine Schmeißfliege? Arbeit über Arbeit. Was ist los? Ich muss hier nochmal schnell runter. Ach so, Wächterstiefel. Das interessiert mich nicht gerade. Schneller. Ja, schneller. Immerhin, hier geht's durch. Und wie das Land hier wieder mal aussieht, echt geil. Das Wasser, die Landschaft, das ist einfach grandios, Leute. Wie in einem Märchen. Hallo? Einfach hoch, mein Freund. Das würde ich dir so dringendst anraten. Ja. Wenn wir da rüber müssen, gehen wir rüber. Hallihallo, och. Wieder solche Viecher. Warum muss mir echt nichts erspart bleiben?
Nein. Weißt du was, dann gehe ich jetzt zu dir. Nein, wir liegen. So. Der erste ist schon down. Der zweite fällt auch gleich. So. Das war's, meine Freunde. Und auch hier lassen wir die Zeit richtig verstreichen und wir haben wieder ein Monsterproblem mehr gelöst. Das ist kein Thema, immer gerne. Dafür bin ich da. Fängt das gerade an zu laggen? Da ich jetzt schon 30 Minuten habe, Leute, werde ich hier mal kurz speichern. So. Komm schon. Weil dann kann mir nicht mehr viel passieren, Leute. Definitiv nicht. Weil wir sind fast durch mit dieser Mission. Und dann könnte ich auch von hier wieder losstarten. Und das könnte ich auch im nächsten Part wieder erklären. Falls denn hier jetzt noch was schieflaufen sollte, meine Freunde. Ah, 30 Minuten nicht umsonst gespielt. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Wohltat ist. Weil ich weigere mich irgendwie nach irgendwie 10 Minuten sowas schon, ja, fertig zu haben. Oh Gott. Nö. Ich muss hier nochmal weg. Damit kommt man nach Hause zurück. Okay. Das muss warten. Halt die Fresse. Außer du hast was Produktives zu sagen. Wo geht's hier lang? Komm. Plötzlich. Sei jetzt nicht so widerspenstig. Plötzlich einmal einfach machen, was ich möchte, und das würde dann schon passen. Mein guter Herr von und zu, Plötzlich. Aha, und dieser Hexer bin ich. Freut mich. Irgendwie fehlt mir die Musik. Ach nö, nicht schon wieder die Pflanzenheinis. Die lasse ich mal stecken, ja. So, versteckter Schatz. Was? Ach, ihr seid es. Sorry. Und dann fresst ihr selbst noch irre Schaden dazu. Seht ihr? Das ist nicht gerade schwer. So. Da ist dieser junge Herr von und zu. Lesen das. Nicht mit Fremden sprechen. Ja, kann man so sagen. Gibt's hier irgendwas? Nö. Dann lassen wir die stecken und wir wandern wieder back, meine Freunde. Ah, den genau selben Weg, den wir genommen haben, dürfen wir jetzt eigentlich praktisch zurücknehmen. Können wir das ein wenig abkürzen? Wenn wir jetzt auf der anderen Seite schon durchgehen? Ja, können wir. Können wir definitiv. Guckt euch das an. Ja, da war die Treppe. Sehr schön. Und jetzt Abmarsch. Zu dem guten alten eingesperrten Kollegen. Weil bei dem können wir gleich zerlegen gehen. Aber jetzt zuerst mal. Wie komme ich hier durch? Ach so. Ja gut, das hat sowieso keinen Sinn bei dir. Nein, das kannst du vergessen. Na, ha? War was? Ja, ich bin ja schon hier. Guck's dir an. Ha? Ich hoffe doch. Sehr. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach,
Hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Gut, geh voran. Und auch hier dürfen wir wieder eine Weile warten. Nun, kann ich dir irgendwie helfen? Die glorreichen Zeiten des Weinguts sind wohl Geschichte. Hat schon bessere Tage gesehen, ja. Banditen sind nicht unser einziges Problem. Diese gelben Riesenparasiten werden immer mehr zur Plage. Herrin Mathilda tut ihr Bestes. Aber wenn die Leute Angst haben, rauszugehen und zu arbeiten, was soll sie machen? Na schön. Was hast du so? Das würde mich auch interessieren. Nur das weiß ich eigentlich schon, nur Waffen und so, aber okay. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist diesen Sattel hier gekauft. Der 5 Rittertugenden. Und das werde ich auch wieder tun. Allerdings kann ich jetzt hier rüber gehen zu sonstig, oder ist das hier bei Sattel? Also das Sattelzeug. Ja, ist hier. Dann können wir das mit 50 Ausdauer verkaufen. Ist auch nur Platzverschwendung. So wie das für 100 Kapazität. Allerdings können wir den Rest behalten. So. Kannst du jetzt für mich anfertigen indirekt? Wir hätten ja auch nur rechts gehen können. Aber okay. Reparieren. Wir müssen mal unsere Ausrüstung wieder reparieren, bevor irgendwas Schreckliches passiert. Hallo mein Freund. Dankeschön fürs Reparieren. Jetzt, was können wir hier noch tun? Zerlegen. Okay, sonstiges. Jetzt hier mal. Objektabschnitt der Quest benötigt. Ja. Wenn da Zutaten zerlegt werden. Okay, was ist das? Holz. Okay. Genau das müssen wir wieder mal machen. Ist das wirklich alles Questobjekt? Cool. Was ist denn das hier für einen Folianten? Ja, Diamant. Okay. Objekt. Ist alles okay? Für mich zumindest. Ah, wann fängt denn das Zerlegenzeug an? Alles Objekte, die man braucht, irgendwann. Wird nicht viel ergeben, aber hier, das ist doch... Nö. Die Meteritiumfesseln, Plunder. Okay. Dann machen wir doch das. Können wir nicht so mal beim Händler verkauft oder zerlegt werden. Und wir zerlegen mal alles eigentlich. Ah gut, nö. Das... Eher verkaufe ich das. Mal gucken, Plunder. Silberscheiß. Okay, dann machen wir das. Wird zwar wieder ein bisschen Geld in Anspruch nehmen, aber hey. Okay, Insignien der Temerischen Spezialverbände Plunder. Okay. Ach, das gibt auch schon so viel Kohle. Okay.
Easy. Und da. Endlich. Und da geht auch ein wenig Gewicht jetzt weg. Nice. Das wiegt aber null Gewicht, mein Freund. Gut, weiter geht's. 12, okay. Kann das auch beim Händler zerlegt werden? Jo, kann es. Auch das? Ja. Bärenfell. Sehr cool. Alles, was teuer ist. Und was wiegt. Würde ich doch mal empfehlen zu verkaufen. Tut mir jetzt gerade leid, dass es ein wenig unspannend ist. Aber das muss auch gemacht werden, wie ihr seht. Dafür können wir bei ihm ordentlich Sachen mal liegen lassen. Hey, das neue Reich ist sowas von reich. Kann an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten zerlegt werden. Okay. Aber alles okay, machen wir. Was ist denn da? Okay, kann auch zerlegt werden. So, sind wir bald durch? Ja, fast. Jetzt nur noch diese Scheiße hier. Ich mache das extra so langsam, damit ich nicht was aus Versehen verkaufe oder besser gesagt zerlege, was ich noch hätte brauchen können. Was ist denn das? Ein Briefpapier? Was? Ich bin ja nicht Fan davon, irgendwas sowas zu zerlegen. Aber okay. Aber guckt euch, wie viel Platz wir jetzt haben. Jetzt läuft's bei uns. Jetzt können wir wieder gehen, ohne Beschwerden zu kriegen. Und ja, wie es dann weitergeht, glaube ich, sehen wir im nächsten Part, oder nicht? Also ich speichere hier mal kurz. Vielleicht kann ich alles in eine Folge packen. Vielleicht aber auch nicht. Dann würden wir hier weitermachen. Weinfelden, Fermentino. Ja. Wisst ihr, es ist schon ganz eine Scheißsache, wenn ihr immer denken müsst, ey, eure Capture Card spackt ab. Manchmal habe ich gar keine Sorgen darüber und manchmal, ja, könnte ich durchdrehen. So, und da es bis hierhin perfekt gelaufen ist, nochmal speichern. Dankeschön. Das heißt, es geht freudig weiter. Mit Liam und Mathilde, der will mit Tino reden oder so. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Dieses Weingut Belgard, warum ist das so erstrebenswert? Ach,
Du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi? Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal, du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Übrigens habe ich die Probleme auf den Weingütern behoben. Ihr könnt den Betrieb wieder aufnehmen. Das sind tolle Neuigkeiten. Wie gut, dass ihr einen Fachmann bemüht habt, der offenkundig unbezahlbare Hilfe leistet. Doch nun eins nach dem anderen. Folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr Belgard seht. Komm doch bitte mit, Hexer. Irgendwas sagt mir, dass es Arbeit für dich geben könnte. Also gut, gehen wir. Oh yeah, das hat doch wunderbar geklappt. Sogar das habt ihr noch reinbekommen. Oh yeah, meine Freunde. War das nicht eine geile Folge? Also, definitiv. Und das Weinfeld. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so da. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben. Von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Sicher kann ich helfen, aber ich arbeite nicht kostenlos. Gut, abgemacht. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Ich mach mich dran. Okay, meine Freunde, ich werde hier mal kurz safen wieder, da ihr bis hierhin alles mitgekriegt habt. Wo will ich wohl hin? Ach, das fragst du noch, wo ich hier hingehe? Frag mal eure neuen Besitzer hier. Und eigentlich hätten wir mehr Sachen bekommen, aber okay. Was? Ach nö, nicht solche Viecher. Geht liegen, ihr seid doch keine Gegner für mich. Vor allem jetzt mit einem solchen Schwert. Ich bitte euch. Ach, was. Willst du mich hier natzen, Junge? Ich muss es zerstören, wenn ich die Embriagen loswerden möchte. Ah, müssen wir wohl. Tada! Wundervoll. Okay. Thierrys Tagebuch. Ich erhebe die ganze Flasche auf deine Tafel. Kein Thema, meine Freunde, kein Thema. Dafür bin ich ja da, zuständig und immer bereit.
jede Schandtat auf mich zu nehmen, meine Freunde. Aber, ja, okay. Gut, jetzt müssen wir dort lang. Machen wir doch diese. Und werden diesen Pissnelken mal eine Runde Hallo sagen. Panther. Okay. Ich würde mal sagen, ich bin hier weg. Weil ich interessiere mich nicht für solche Tiere. Ich interessiere mich für Monster. Außer es sind Wölfe, die im Rudel auftauchen und meinen, hey yo, wir bringen den Hexer um. Der war jetzt alleine und das war easy, so. Das war jetzt aber nicht so easy. Ach, wieder die Würmer. Ist okay, und wieder zwei von denen. Ach, wundervoll, Hey, mal ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich krieg hier echt zu viel. Wo tauchen die Missgestalten auf, Du bist ja fast tot. Ihr Missgestalten. Ihr verdammten Missgestalten. Ist okay. Du bist wenigstens down. Wenn aktiv. So, jetzt mit dir abrechnen. Hundesohn. Sorry. Nein. Warum habe ich das scheiß Schwert aufgenommen? Also wenn ich wieder voll Equipment bin, also wenn ich wieder voll bin, muss ich definitiv das auslöschen. Ja. Definitiv. Definitiv wegschmeißen, das Schwert. Denn das war nicht gerade ein cooles Schwert. Aber okay. Jetzt noch zwei. Und wer ist näher? 400 nur. Okay. Dann werden wir dies auch tun. Ich weiß, dort hinten wäre noch was. Allerdings, vielleicht kommen wir damit wieder zurück. Man weiß es ja nicht. Deswegen, und sonst nehme ich einfach einen Schnellreisepoint. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, wir kommen schnell von A nach B. Haben ja schon 52 Minuten. Das ist nicht gerade eine coole Zahl. Ja doch, irgendwie schon, aber... Ich muss sagen, hätte ich alles schon gerne schneller gemacht. Aha. Schon wieder, ihr Würmer. Lächerlich, meine Freunde, lächerlich. Hier, friss. Danke. Geh down. Aha. Aha, ich glaube auch, mein Freund. Deswegen, wir sterben. Hier, zerstören hieß es. Na dann. Mach Bumm. Dankeschön. Oh, rotes Ding. Ich kann mir bald das nächste leisten. Leute, ich glaube, es ist soweit. Hier, hier hoch. Nö, eins fehlt mir noch. Ein Mutagen fehlt mir noch. Ah, außer ich krieg das gerade hier. Das wäre jetzt sowas von geil. Hä? Wo? Hier ist es. Ja, ich habe das rote Mutagen bekommen, glaube ich. Nein, immer noch nicht. Dann geht's mal ab zu Alchemie. Vielleicht kann ich mir schon wieder eine basteln. Das wäre auch in Ordnung. Großes rotes Mutagen. Okay. Na dann. Dann haben wir es aber jetzt gemacht, oder nicht? Ja. Super. Genial. Jetzt sind wir noch mächtiger. Ha. Idealerweise. Und ich hoffe, danach haben wir auch das Schwert, das neue.
Weil das wäre so geil, würde das bedeuten, dass wir die andere Tugendhaftigkeit auch noch abgeschlossen haben. Hallali. Komm, runter. Hü. Und was ist hier los? Hä? Neblinge. Okay. Interessieren mich gerade herzlich wenig. Und hinterher kommt die mir auch nicht gerade. Sorry. Und hier durch den schönen Wald oder so. Sieht mir schon fast so aus. Es fehlt nur noch der Sumpf, dann würde es aussehen wie bei den Mumen. Damals, nur diesmal sind keine Mumen vor Ort. Sondern Ruin des... Hier haben die Gelehrten ihr Lager aufgeschlagen. Ja. Ich sollte mich umsehen. Sag nix. Hä? Was da losen in der Hosen? Ach so. Sie waren Gelehrte. Sie hätten wissen sollen, dass die Passagen da drin nicht umsonst blockiert waren. Gut, dass sie nicht versucht haben, ohne einen Hexer da reinzugehen. Und wie soll das jetzt funktionieren? Oh Mann. Hier hat's eine Höhle. Wollen wir die... Ein Ort der Macht. Wollen wir die wirklich aktivieren? Hier. Art. Naja, gut. Irgendwann kam ja... Also musste ja das kommen. Schade, schade, schade. Toussaint. Scheiße. Okay. Das war's auf jeden Fall. Oi. Hier drin dürfen wir ja nicht rennen. Allerdings hatten wir das jetzt auch schon. Sehr cool. Das können wir immer noch erledigen. Was ist denn hier? Ach, Wolf. Komm her, Wolf. Witz, lass nach. Witz, lass nach, auch du. Hast keine wirklichen Chancen gegen mich. Na, war's das? Ihr kleinen Tönen? Wolfsleber, Wolfsleber. Und nochmal Wolfsleber und rohes Fleisch, cool. Ja, rohes Fleisch kann man immer gut gebrauchen. Um das dann 20 Minuten wirken zu lassen. So, Leute. Von heute. Wo geht es hier hin? Finde den Eingang zu den Kammern unter den Ruinen. Okay. Und wie soll das gehen? Hä? Ich höre da was. Ja, das sicher auch. Aber wo kommt man hier durch? Ach so, hier ist die Höhle. Eine magische Barriere. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aha. Oh Gott, wir können hier noch gar nicht rein. Okay. Lila Rubin. Okay. Dann sollte das eigentlich gehen. Ne? So. Und jetzt?
Wir brauchen Erden. Aha. Würde ich jetzt nicht behaupten, dass das eine gute Idee war, mein Freund. Bargesten. Neue Wölfe, ne? Die hatten wir jetzt auch noch nie. Okay, Fackel hat er auf jeden Fall wieder in der Hand. Okay. Schlüssel benötigt. Die Leichen. Offenbar haben die Leute versucht, den Ausgang zu erreichen. Ah, sah mir gerade fast so aus. Jetzt noch was drin. Fluoren. Die nehmen wir herzlichst entgegen. Art mal hier durch. Hallo. Was ist denn? Ah, nö. Ach, komm schon. Aha. Das war's wohl mit dir. Sorry. Tja. Wer sich mit uns anlegt, kriegt's echt mit der Angst zu tun danach. So. Ach, komm schon. Hallo, Art. Ach, komm schon, Leute. Na, na, na. Na? Wollt ihr wirklich Stress? Ihr könnt mich nicht besiegen. Nicht in euren Millionen Jahren. Sorry. Da ich genau weiß, wie ich das angehen muss. So. Super. Noch mehr Loot. Und hier jede Menge Essenzen von bösen Geistern und so weiter. Cool. Ganz geil. Und über uns sollte noch ein Gegner sein, so. Grabschriftkönig, die Wetaf. Hier ruht unser Vater, er starb damit andere leben können. Okay. Ehrenwerter Mann. Beutel sieht aus, als gehöre er einem Hexer. Okay. Wir haben sie gefunden. Oder? Adon kam auf Wesemirs Bitte nach Toussaint. Interessant. Zu dumm, dass es für diesen Wolf hier vorbei war. Wir sind nicht mehr viele. Sag nix. Ah, und jetzt sind wir hier auf der anderen Seite durchgekommen. Okay, und dann sind wir schon wieder draußen, meine Freunde. Ja, geil. Erkunde die Kammern unter den Ruinen. Was sollten da noch zu entdecken sein? Hallo? Irgendwas noch zu entdecken? Ach nö, die Hose. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und hier ist schon wieder etwas wie ein Siegel. Hä? Anzünden. Muss ich das verstehen, meine Freunde? Hier ist was am Boden. Okay, und was ist denn hier noch am Boden? Ein Hexer. Er hat die Decke über seinen Gegnern einstürzen lassen. Ihn hat sie auch erwischt. Cool, wir haben alle Schemas. Läuft bei uns.
Bleibt bei uns, meine Freunde. Mehr als ein Meister, meine Freunde. Wir haben es geschafft. Ach nö, noch nicht. Das kommt erst später. Cool. Geil. Geil, geil, geil. Und Momenti. Wir haben ja hier noch Nebenquests. Mehr als ein Meister haben wir endlich durch. Suche diese Bank auf. Na schade, die Weisheit haben wir noch nicht. Jacob, dem Holzfäller. Suche das Lager mit den Kaufleuten im Lager. Aha. Aber wir müssen jetzt das hier noch fertig machen. Wir sind ja auch hier in der Nähe. Ne? Schon über eine Stunde und hier wisst ihr jetzt, wo ihr lang müsst, um die, oder wo ihr was findet, um diese Rüstung zu haben. Aha. Eben, da wird wieder einer, wie soll ich sagen, da wird wieder einer gefangen gehalten. Au. Du hältst mal die Fresse, So. Und jetzt mal zu dir, du Homo-Fürst hier hinten. Ja, ich komm gleich. Warte. Ich muss nur mit dem Bogenschützen fertig werden. Nein. Ach so. Du hast auch ein Schwert. Das habe ich völlig übersehen. Du kleiner Hundebock. So. Und da es hier noch nicht laggt, meine Freunde, ist das mal vorbei? Nein, scheiße, es geht nicht. Bitte nicht laggen. Ich danke dir. Ohne dich, tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Los, die Zeit drängt. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Möchtest du dir meine Waren ansehen? Was hast du im Karoberta-Wald gemacht? Und wie haben dich die Banditen gefangen? Nach dem Tod des Grafen hatte ich kein Geld mehr für Rohmaterial. Keine Fassreifen, keine Werkzeuge. Also bin ich mit ein paar Tagelöhnern in den Wald gegangen. In diesen Elfenruinen gibt es jede Menge Sachen zu finden, wenn man tief genug gräbt. Die Leute sagen, dass es dort spukt. Aber ich habe keine Angst vor Elfengeistern. Ein rationaler Mann. Rational oder abergläubisch, das spielt keine Rolle. Ich habe nun mal keinen einzigen Geist gesehen. Nur diese Hanse. Gut, ich hatte wohl mehr Glück als Verstand, weil du gekommen bist und mich gerettet hast. Zeig mir, was du hast. Ja, zeig mir, was du hast und warum halt da im Hintergrund einer. Und ja, in den Ruinen waren wir, meine Freunde. Das verkaufen wir gleich wieder. Ist sowieso schwächer als das, was wir besitzen. Von daher, hasta la vista, mein Freund. Bis dann. Und yo, geh zu Liam und Mathilda, seht ihr? Jetzt sind wir schon wieder back. Und das machen wir jetzt natürlich auch gleich. Nur da speichere ich jetzt eben nochmal ab. Sorry. Aber wenn bei euch die Capture-Karte spacken würde, würdet ihr das doch auch tun, oder nicht? Und ich glaube, da habe ich die Antwort schon. Kann ich euch schon vorausnehmen, ne? So, meine Freunde, ich bin wieder back. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. F-
Vortrefflich. Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Aber es ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Mach ich. Bis dann. Okay, warte 3 Tage und geh dann zu Liam und Mathilda. Okay, meine Freunde, das machen wir doch gerade heute. In dem Sinne, indem wir einfach mal 3 Tage verstreichen lassen. 1 Tag. Eigentlich 2 Tage. 3 Tage. Oh, komm schon. Das war jetzt Fail. So, noch bis hierhin und dann wieder hierhin. Das sollten 3 Tage gewesen sein. Ich hoffe, euch gefällt die extra Large-Folge. So. Die 3 Tage sind um und wir sind hier. Ja, ist kein Thema. Noah werde ich hier mal kurz wieder speichern. Denn ich möchte euch schon alles zeigen. Und da bin ich schon sehr explizit dafür. Ne? Ah, Hexer, sei gegrüßt. Nett, dass du kommst. Mathilda und ich haben eine Überraschung für dich. Ihr scheint ja miteinander auszukommen. Oh ja. Wir haben begriffen, dass die Streiterei sinnlos ist. Es ist wirklich angenehm geworden. Und aufregend. Und romantisch. Ich verstehe schon. Schön, dass es gut läuft bei euch. Was für eine Überraschung. Habt ihr mal wieder ein Monster im Schrank? Nein, es ist viel schöner. Wir haben einen Wein gekeltert, von dem die besten Sommeliers meinen, er könnte Est-Est entthronen. Das haben wir dir zu verdanken. Deswegen... Wenn du einverstanden bist. Wir möchten ihn nach dir benennen. Wie soll er heißen? Jo, gut, aber wie wollen wir jetzt uns nennen, meine Freunde? Sorry, dass ich vorhin mein Mikrofon nicht abgeschaltet habe. Das habe ich völlig vergessen, aber... Weißer Wolf, Geralt von Riva, also... Geralt von Riva würde ich ihn nicht nennen. Also Schlechter von Blaviken oder Weißer Wolf? Ich glaube, wir sollten... Weißer Wolf oder Geralt von Riva. Ja, wir nehmen den Weißen Wolf. Warum nicht Weißer Wolf? Wild und charaktervoll. Das passt perfekt. Wenn du nichts dagegen hast, werden wir dir regelmäßig ein paar Flaschen schicken. Ich würde mich geehrt fühlen. Danke. Wir haben zu danken. Alles Gute, Hexe. Schlaf, sterben und Wein machen schlecht. Ja, ich könnte nichts mit meinem Getränk anfangen, was Schlechter von Blaviken heißt. Blut und Wein, das können wir jetzt auch angucken. Hallo? Dann gucken wir das eben so an, meine Freunde. Der Nacht, der Witcher, Blood and Wine... Die Hexe im Süden, Reise zum Herzogtum Toussaint. Blut und Wein hilft die verfädeten Weingüter zu versöhnen. Und lass ein Wein nach dir benennen. Ja, haben wir gemacht. Definitiv, meine Freunde. Ein Wein. Okay. Ist das der Wein? Weißer Wolf? Verzehrbar. Hä, ist das geil. Wir haben definitiv jetzt einen eigenen Wein. Weißer Wolfwein. Hä, ist das geil. Ist doch geil. Ja, das ist doch echt genial. Ja, das war's dann, meine Freunde. Von diesem exzellenten Part. Schade, dass wir hier... nirgendwo auf eine Tafel treffen.
Denn, ja, es wäre schon noch geil, einfach hier hin zu porten. Vielleicht müssen wir gar nicht mehr hin, aber ist, denke ich, eher weniger. Hallo? Hier Kreuzung oder so? Naja. Hier bei der schönen Weingutbrauerei würde ich dann mal sagen, beenden wir unseren schönen Part. Und ich hoffe, euch hat die Stunde und 15 Minuten gefallen und seid beim nächsten Part auch wieder dabei, wenn es dann wieder heißt The Witcher 3 Blood and Wine. Tiddle!